Und damit auf 19 Euro verkauft von Let's Play Resident Evil 8 in der Winter Expansion beim Shadows of Rose DLC. In der letzten Folge haben wir endlich dieses Horrorhaus verlassen, haben gegen Evelyn gekämpft. Und wir wurden gerettet von Michael? Ethan? Was war da los? Wir haben ja ein bisschen besser angestellt. Es gab zwar ein paar Tode, aber ich habe mich besser angestellt als vorher und. Oh, das hätte ich ja mit dem letzten Part noch machen können. Das ist nicht der Start von Resident Evil 8. Aber ich hab die nicht gesehen. Das ist doch aus dem Schloss. Was macht das denn hier draußen? Ich bin gespannt. Bist du? Ach, ich hab die da einfach wieder. Ich werd verrückt. Oh oh. Was soll uns das sagen? Wird das zum Kampf kommen? Das war sowas von zum Kampf kommen. Ach, ich will nicht. Ich hab. Nee, bitte, hallo. Hi. Bitte was? Bitte was? Wo zur Hölle bin ich? Was ist das für ein Ort? Das ist das Dorf. Das namensgebende Dorf vom Spiel. Ja, aber so war es hier noch nicht. Aber dein Vater war damals hier. Ja, natürlich müssen wir zum riesigen Kern gehen. Bist du? Das war Ethan. Was? Die ganzen Häuser sind auch zugestellt. Oha, der weiße Salbei. Natürlich ist hier oben auch mal wieder Ende. Aber was zu heilen, sehr schön. Das gefällt mir doch. Da ist das Schloss, wo wir schon waren. Aber zwei Gebiete fehlen ja noch. Die Fabrik und das Sohn. Sie sehen aus wie ich. Genau wie im Schloss. Ach nö, ihr schon wieder. Warum bin ich das? Was soll ich besiegen? Ach komm! Ich hab eine Idee. Ist mir zu anstrengend jetzt. Kommt! Ich will mehrere. Bam! Nein! Ich hab nein gesagt. Mein Gott, ey. Anstrengend. Huhuhu. Ist da was? Nee. Hier aber. Slow, Mino, Muni. Jetzt nicht weiter. Hast du das, wenn die Karte immer nur minimal aufgedeckt wird? Sie kommen von da drin. Was, wenn ich so mache? Oh, das ist sehr effektiv. Das war nicht das, was ich tun wollte. Da. Hi. Was heißt eine Gruppe? Was ist das? Ein Büschel? Viel. Was heißt viel? Ich benutze das noch nicht. Geh weg. Ich muss diesen Kristall finden. Oh, oh, oh. Oh, jetzt gehen wir da an, wo das auch. Wo Ethan auch war am Ende. Komm, Mutter Miranda auch nochmal. Mutter Miranda, hi. Oh Gott, ouch.
Flucht. Oha. Der Megamyzet. Werden hier diese Kopien von mir gemacht? Ich kann doch nicht einfach. Alter, 23. Oh Gott, es kommt gleich ein Bosskampf. Ich merke das schon. Darf ich das lesen? Der Megamyzet nimmt die Erinnerung allen Lebens in seiner Umgebung in sich auf, wobei die Welt in seinem Inneren bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Es erscheint mir sinnvoll, schriftlich festzuhalten, was ich mir nach und nach erschließe. Erstens, die Erinnerungen, aus denen diese Welt besteht, sind nicht immer ihr Bild der Realität. Nur jene, die sich zu ihren Lebenszeiten an den Megamyzeten anpassen, behalten ihr Bewusstsein auch in dieser Welt. Das deckt sich mit meinem Verständnis von Megamyzeten, welches ich vor meinem Tod aus seinen Visionen erlangte. So ist es, mein Tod, mein psychisches Ich gibt es nicht mehr, es wurde von Megamyzeten aufgenommen und doch bin ich fern der Verzweiflung. Und dieses Schicksal hat mir faszinierende Einblicke gewährt. All die Jahre der Mühe, sie waren nicht umsonst. Die Erinnerung, das Bewusstsein, das Verständnis und Wissen, das ich in meinem Leben gesammelt habe, wurden an Megamyzeten transferiert und fungieren hier in dieser Welt als Energiequelle. Wenn ich diese Energie nutzbar machen kann, bin ich wahrscheinlich in der Lage, die Gedanken und Erinnerungen anderer zu manipulieren. Natürlich ist die Ausgangslage alles andere als ideal. Die gewaltige Anzahl der hier versammelten Gedächtnisse und Erinnerungen macht die Suche nach einer einzelnen Person zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Ihre Erinnerungen sind hier, ja, aber sie sind in alle Richtungen verstreut. Wahrscheinlich brauche ich eine Art Gefäß, eine Hülle, in der ich sie halten kann. Selbstverständlich kenne ich die perfekte Hülle bereits. Die einzig wahre Kandidatin, die mir auf meiner jahrelangen Suche begegnet ist, Rosemary Winters. Natürlich. Ach, da ist ja auch noch meine Schreibmaschine. Ich will jetzt hier den Part aber nicht beenden. Apropos. Ich habe die Masken tiefere Ebene. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, ihr könnt das gerne machen. Das wird jetzt den Rahmen leider sprengen. Jetzt Stimme Evelyn. Stimmt, deswegen wusste Michael, wie sie heißt. Es regnet dieses Zeug. Akten. Wie gesagt, ihr könnt pausieren, dann zeigt das nochmal alles. Ja, gut, Tipps. Brauche ich jetzt nicht. Erstellen kann ich auch noch nichts. Oh, ich habe nicht nachgeladen. Alter, sogar ganz viel Flinty. Ich hatte vorgehabt, Rosemary Winters zu duplizieren in der Hoffnung, dass eine perfekte Kopie als Hülle geeignet wäre. Doch die Ergebnisse waren alles andere als gut. Mhm. Es scheint, als würde etwas den Ablauf stören, mich daran hindern, eine geeignete Kopie zu erstellen. Stattdessen gelang mir die Kreation von etwas, das im Wesentlichen eine lebende Puppe ist. Sie ähnelt dem echten Individuum, besitzt aber keinerlei Kräfte. Als Hülle ist dieses erbärmliche Geschöpf nicht geeignet. Ich werde weiter versuchen, die Störquelle ausfindig zu machen. Folgende Theorien sind mir bisher dazu eingefallen. Erstens die Tatsache, dass Rose noch am Leben ist. Zweitens ein anderer Akteur in dieser Welt. Drittens ein Fehler in meinen Produktionsmethoden. Keines davon scheint als Grund besonders wahrscheinlich und ebenso wenig wären einfach zu lösende Probleme. Wahrscheinlich wären die Aussichten am besten, wenn ich Rose irgendwie in diese Welt holen könnte. Alles wäre so einfach, wenn sie sich selbst als Hülle anböte. Zusätzliche Beobachtung. Weitere Experimente mit den Rose-Kopien, so werde ich diese Geschöpfe fortan nennen, haben mich zu einer zusätzlichen Entdeckung geführt. Wenn Rose-Kopien-Situationen ausgesetzt werden, die extreme Furcht in ihnen auslösen, gibt es bei ihnen schwache Anzeichen solcher Kräfte, die sie Rose besitzt. Das sollte wieder untersucht werden. Ich denke, dass meine erste Kreation, der maskierte Duke, oha, genau der richtige ist, einen solchen Belastungstest durchzuführen. Sag bloß nicht. Ich wurde die ganze Zeit immer beobachtet. So, es scheint, dass ein Eindringling sich in meiner Welt einnisten konnte, während ich mit meinem Experiment mit Bewusstseininstanzen beschäftigt war. Dieser Eindringling war niemand anderes als diese Missgeburt Evelyn, oha, die offenbar ihre eigenen erbärmlichen Absichten verfolgte und durch die nun mein Plan etwas in Verzug geraten ist. Hätte Evelyn sich nicht eingemischt, wäre Rosemary Winters am Rande der Verzweiflung gewesen, jeglichen Lebenswillen und ihre limitierten Kräfte beraubt. Ja, wir wollen sie auch verlieren. Stattdessen brennt sie nun vor einer neuerlichen Leidenschaft, die es zu ersticken meine Aufgabe sein wird. Warum ist Evelyn, warum lebt die noch? Ich dachte, die wurde besiegt. Warum, was ist, Mensch, ja, noch mehr. Hallo? Ja, Büschel kann ich benutzen. Viel.
Wenn das jetzt 5 gemacht hätte, wäre es ja Verschwendung gewesen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen. Gut, dann würde ich sagen, ab geht's. Wo ist der Boss? Du hast wieder dieses Gefühl. Es ist so stark. Das muss der Kristall sein. Dieser Sog, den ich fühle, ist so nah, aber ich kann einfach nicht weitergehen. Als ich das blaue Licht sah, dachte ich, ich hätte es geschafft, aber nein, nicht mal ansatzweise. Wenn ich nur mutiger wäre, schneller, stärker, so nah. Ich war so nah dran. Fast geschafft. Ach, da ist das blaue Licht. Wer ist das? Ach nee, das ist. Oder ist das deine Person? Nicht mehr weit. Was soll das hier? Die schwarze Gott, der du in uns lebst, in dem wir leben. Erschaffe für uns eine neue Welt nach deinem Willen. Dein finsteres Bewusstsein reicht uns eine zweite Chance, gütig abgeboten und freudig empfangen. Du trinkst das Blut des verlorenen Schläfleins, da es auf deine verdunkelte Welt herabfällt. Nicht um der Zerstörung willen, sondern des Erhalts und um erneut Leben zu sehen. Fuck, das ist echt krank. Ist das jetzt dieser Kult wieder? Ich verschwimme so viele Sachen, Evelyn. Der Duke. Dann. Diesmal ist es der echte. Miranda und. Eve ist auch da und. Ja, den kriegst du nicht geschenkt. Ja, wenn du keine Kräfte mehr hast, dann können wir gleich nicht kämpfen. Ich sag's nur. Rose, wie lange habe ich auf dich gewartet? Wer sind Sie? Mein Name ist Miranda. Was? Du warst so mächtig geworden. Zu mächtig, als dass ich dich hätte bezwingen können. Also musste ich dich in diese Welt locken, in der Hoffnung, dass du deine Kräfte freiwillig abgibst. Nein, aber Kay sagte doch... Hat er? Oder habe ich? Dieser Kay war ein Trugbild. Sehr überzeugend, findest du nicht? Nein, das... Und nun werde zur Hölle für meine Eva! Rose, lauf! Ethan, du Wurm! Hier nimmt also sogar er Gestalt an. Er kann dich nicht retten! Niemand kann. Rose! Rose, schnell! Du kannst nicht fliehen! Nicht vor mir! Dad! Warte! Bist das wirklich du? Ja, aber jetzt musst du erstmal weg! Lauf! Ich kann gar nicht schießen. Naja, gut. Schnell! Danke. Warum hast du mir nicht gesagt, wer du bist? Warum sollte ich dich Michael nennen? Ich wollte es nicht verkomplizieren. Hauptsache, du warst sicher. Warum ist Ethan hier? Tut mir leid, dass ich weg war. Ich musste einen Ausgang finden. Nur die Erinnerung an ihn. Und das habe ich.
gleich davon. Rose! Du gehörst jetzt mir. Hände weg von meiner Tochter. Halt dich von meiner Familie fern. Rose, na los. Verschwinde. Lebe ein normales Leben. Finde Freunde. Niemand wird dich je wieder ein Freak nennen. Aber... Rose, geh schon! Ich lass dich nicht allein! Ich weiß. Ich weiß. Hab dich lieb. Bring dich in Sicherheit. Bitte, bitte, geh! Ethan, du aufsässige Ratte! Ich mach das. Verschwinde! Ja! Keine Sorge, Dad. Ich mach das! Glaubst du wirklich, deine Kräfte könnten hier in meiner Welt gegen mich bestehen? Dumme kleine Dürre. So gern wie du wolltest, dass ich sie loswerde? Ganz sicher sogar! Das alles ist bald vorbei. Mach ich das denn? Als ob ich das zuließe. Ja, gut. Keine Ahnung. Wie wär's hiermit? Dann lass mal deine Kräfte sehen. Ankommende Geschosse absorbieren. Was würde das nützen? Du kannst deinen Vater. Ihr lebt in verschiedenen Welten. L, sammeln sie, okay. Übergib dein Leben mir! Hab keine Angst. Warum lehnst du dich auf? Stirb doch einfach! Unmöglich! Alter, was habe ich für Moves? All die Mühen, dich herzulocken, haben sich wirklich gelohnt. Du bist unglaublich. Bist du? Warte ab, bis dein Plan unglaublich den Bach runtergeht. Jetzt! Rede mal! Wow. An meine Seite! Deine Zeit ist gekommen. Ich regierte die Welt im Innern des Megaluziden, um meine geliebte Tochter wieder zu erwecken. Wie viele Höhlen ich auch erschuf, keine vermochte ihr Leben einzubauen. Das ist der Grund, weshalb du... Ich kann noch nichts machen. Sein musst. Du bist die Einzige, die mir zurückbringen Och nein. kann. Was es auch kostet. Was ich auch tun muss. Ich werde meinen Wunsch erfüllen. Du
zwingst mich nicht in die Knie. Du wirst bittere Tränen vergießen. Elendes kleines Gör! Na komm doch. Mach dich bereit. Ich wollte ausweichen. Scheiße. Nein, ach komm. Ich schon wieder. Ich hab noch ganz viel Pistolenmuni, okay. Ich wollte doch ausweichen. Gar nicht, dass hier was noch rumliegt. Das ist eigentlich direkt vor mir dann. Hab keine Angst. Na komm doch. Schande aufzugeben. Dann lass mal deine Kräfte sehen. Das alles ist bald vorbei. Warum zieht das denn nicht? Dein Ende. Warum unnötig leiden? Ist aber nur Pistolenmuni. Nee, will ich nicht. Nicht jetzt. Und jetzt stirbt endlich. Du bist nur eine Hilfe. Verstehst du es noch nicht? Dir ist kein glückliches Ende vergönnt. Ach so. Sag die verrückte Hexe, die selbst bald am Ende ist. Nichts ändert sich. Wenn ich weg bin, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Was ist das denn hier? Ey, willst du mich verarschen? Stopp! Du gibst einfach nicht auf. Wie von Isens Tochter zu erwarten. Die Hartnäckigkeit, mit der du dein Leben verteidigst, macht dich zur perfekten für meine Eva. Das gibt's nicht. Ich hab nichts zum Heilen. Du zwingst mich nicht in die Knie. Daraus wird nichts.
Stimmt doch nicht! Das gibt's doch nicht! Woher hast du solche Kraft? Das ist dein Untergang. Du kannst nicht gewinnen. Ja, was? Das macht sie kalt. Verlass dich drauf. Kehre zu mir zurück und gib mir deine. Jetzt stopp! Mein Gott, fürs Try, los, 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 los! Ich bin keine Scheißhöhle. Ich bin nicht irgendeine Kopie. Come on! Ich bin ich, Rose. Ja, ja. Und du bist der Leben. Meine Eva! Hey, Süße. Oh Gott. Du bist so groß geworden. Auch wenn ich nicht bei dir war, ich habe immer über dich gewacht. Aber ich konnte dich nicht beschützen. Du hast mich doch beschützt. Die ganze Zeit. Nein. Diesmal nicht. Das war deine Chance. Tut mir leid. Nein. Das war meine Entscheidung. Und ich bereue sie kein bisschen. Wäre ich gegangen, hätte ich niemals so mit dir reden können. Dir in die Augen sehen. Also keine Sorge. Es ist okay. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Hab dich lieb, Rose. Zurück? Ich bin zurück. Uiuiui. Das war mein Finale. Das ist die Szene, die man kennt.
kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerball an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Da hinten läuft er doch schon wieder. Das kann man mir doch nicht erzählen. Das ist übrigens genau die gleiche Szene wie am Ende von Resident Evil. Ach, dem Hauptspiel. Und ich nehme an, jetzt kommen die Credits. Beziehungsweise man hat rangezoomt, hat erkannt, dass das Ethan ist. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Okay. Das war's mit Shadows of Rose im Winter Expansion Pack. Ich werde wahrscheinlich noch einen Part machen. Die Frage ist, ob ich den Part unter Resident Evil 8 laufen lasse oder auch hier. Weil ich hätte jetzt genau 10, aber wahrscheinlich wären es 11 oder 12. Nein, es ist halt so. Und ja, was ist mein Fazit? Ich mag diese Mechanik mit den Eiskräften. Sie hat aber eine Pistole und eine Schrotflinte. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Waffe gegeben hätte. Es gab Rohrbomben. Erst im Schloss, das war eigentlich ganz cool. Und mit diesen Blütenkernen kaputt machen, immer die drei Masken finden. Dann dort rauskommen. Dann den Weg zu der Villa. In der Villa mit dem Puppenspielen, ja, das erinnert natürlich auch oft an das Hauptspiel, an das Anwesen damals. Und ich habe mich echt dumm angestellt im letzten Part, muss ich sagen. Also mehr als dumm. Auch mit, vor allem dem Weglaufen da. Ich werde das wahrscheinlich schneiden. Wenn nicht, dann seht ihr den Part ganz. Es ist über 7, oder? Über 35 Minuten auf jeden Fall. Es war halt heftig. Aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Es war ein gutes Pacing, finde ich. Eine gute Länge. Also 10 Parts. Werden auch noch ein paar mehr kommen, weil der Mercenary-Modus hat ja noch ein paar Sachen. Wir schauen uns das alles an. Und ja, jetzt vor allem am Ende. Auch wenn man nochmal am Dorf war. Mit Mutter Miranda, sie als Boss. Ich meine, ich habe es First Try geschafft, aber es war ein cooler Bossfight, dass Ethan nochmal kam und dass dann nicht Beneviento hinter dem Ganzen steckte in dem Haus mit den Puppen und alles, sondern dieser war es. Evelyn, die ja als Resident Evil bekannt ist, das fand ich halt schon. Es war schon cool, muss man sagen. Vielleicht haben viele damit nicht gerechnet. Die Frage ist, ist sie tot? Das war alles nur eine Illusion. Warum lebt sie noch? Warum lebt Mutter Miranda noch?
man spielt das Ganze und am Ende die Szene nochmal, damit wir wissen, der DLC dieses hat halt einfach vor den Ereignissen von dem Abspann von Resident Evil 8 gespielt. Okay, dann würde ich sagen, ich lasse die Credits durchlaufen. Und wenn nochmal was kommt, sage ich noch was. Ansonsten gebe ich, ja, kann ich dem DLC Punkte geben. Ach, da ist schon gut. 85%. War schon geil. Die Musik ist auch gut. Also 20 Euro. Denke ich, ist es fair. Falls noch was kommt, verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Und ja, schaltet in der nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 8 in der Winter's Expansion wieder ein. Shadows of Rose ist abgeschlossen. Also, nicht verpassen und Like da lassen. Zum nächsten Mal. Tschüss. Viereinhalb Stunden. Unerfahrener Teenie. Unbeschwerte Teenie. Ich hab sogar Silber. Was heißt das? Eine Silbertrophäe? Langsam wächst mir ins Herz, völlig befallen. Was ist das? Naja. Gut. Nun wirklich. Tschüss.